Hallo, meine lieben Geisterfahrer, und willkommen zum für Halloween dann doch versprochenen Minecraft-Video in der Geisterbahn. Ich hoffe, die Aufnahme setzt jetzt nicht aus, weil ich gerade das Speicher, Symbol sehe. Aber ja, ich habe die Geisterbahn, also erstmal den Rahmen komplett durchgeführt. Ja, von außen sieht sie nach nichts aus, weil Außengestaltung für eine Geisterbahn ist halt nicht mein Ding. Ich mache lieber die Attraktionen im Inneren. Und werde da heute, bevor wir am Ende nochmal eine Rundfahrt durch die ganze Bahn machen, vier Dinger nochmal haben. Diesmal für den Kanalisationsabschnitt, so nenne ich das hier mal. Drei Sachen, die in Survival laufen. Und eine vierte, die leider, oder was heißt leider, die aber nur in Kreativmodus geht. Plus, ja, so sieht mein Eingang aus. Ganz einfache Mauer mit Nether. Brick, ja, Netherziegel drumherum als Eingang in den Kanal. Schienen gehen hier drunter hoch, da muss man ein bisschen aufpassen, denn die Schienen dürfen nicht ins fließende Wasser kommen. Die müssen im stillen Wasser sein, deswegen geht das hier so stark unter Wasser, damit die Schienen halt nicht kaputt gehen, wenn das fließende Wasser sie berührt. Aber das ist der Eingang, ihr seht das endet hier abrupt, weil ich brauche nicht mehr als diese Mauer hier. Hier wird dann, wenn es ganz fertig ist, oder so wie es ganz fertig sein soll, halt eh eine Wand rumkommen, dass man das nicht mehr sieht, aber das ist Detailarbeit, die später kommt, die jetzt nicht zu den technischen Geschichten gehört. Natürlich geht jetzt die Sonne unter. Ich habe wieder furchtbar schlecht die Tagesplanung gemacht. 20 Minuten Tage sind so lästig in Minecraft. So, jetzt aber auf zur ersten Station unserer Geisterbahn. Ihr seht vier Abschnitte. Einmal hier steht schon Command Block rum, daran erkennt ihr, okay, das wird ein Kreativmodus-Ding. Hier ist ein Abschnitt, da ist ein Abschnitt und hier ist ein Abschnitt. Und da ist die Tür. So, Abschnitt geht also hierher. Mein Gott, ist es gerade dunkel hier. Ja, die Sonne ist noch nicht rumgekommen. Aber wir haben einen Pennywise, der wird hier hinkommen. Und ich habe alle Teile, die ich dafür brauche, unten in meiner Toolbar. Sprich, ich brauche einen Skelettschädel, zwei Stück davon, einen Armor-Rüstungsständer, eine rote Lederkappe, ein gelbes Ledershirt oder auch weiß, geht auch. Eisenbarren, ich glaube drei. Ein Endstab, Beton genommen, irgendeinen Stein, der passt, das soll später der Luftballon werden. Also, welche Farbe auch immer euer Luftballon haben soll, geht mit eigentlich allen großen Blöcken, die jetzt nicht gerade Ziegel oder sowas sind. Wenn die einfarbig sind, dann passt das schon, dann könnt ihr euch davon einen auswählen. Ein Kolben zum Bauen und ein Knopf zum Bauen. Und wir brauchen ein Loch. Ich habe es mal 3x1 gemacht. Hier in der Mitte einen tiefer, denn da kommt unser Pennywise hin. Ich habe das übrigens erst mit einem richtigen Skelett ausprobiert. Problem war, das richtige Skelett konnte immer noch auf mich schießen und das geht halt überhaupt nicht. Also muss ich doch einen Rüstungsständer dafür nehmen. Ist aber nicht so schlimm. Wir sehen, glaube ich, nachher nichts mehr vom Rüstungsständer. Aber ja, jetzt erstmal Schädel unten in das ein tiefere Loch rein. So. Da kommt unser Rüstungsständer drauf. Unser Rüstungsständer kriegt. Nein, der kriegt nicht einen Schädel. Unser Rüstungsständer kriegt die Kappe und das Hemd. Genau, wenn man da fährt, sieht man da nichts von. Vor allem gleich nicht mehr. Ihr werdet sehen, warum nicht. So. Kolben. Kolben aktivieren. Kavump. Den Block hinter dem Rüstungsständer. Der Schädel. So, perfekt. Habe ich ähnlich schon verwendet bei den Totempfählen. Hier seht ihr, wie das jetzt bei einer Standardfigur funktioniert. Und genau, die Schädel selbst haben halt auch die perfekte Höhe, um da unten eben das genau auf die Höhe zu bringen. Dann unsere Eisen. Ne, drei Eisenstäbe.
Ich könnte ihn jetzt auch noch ein bisschen. Nee, kann ich nicht. Dann ist er wieder nicht mehr mit dem Schädel auf einer Höhe. Okay. Endstab bringt praktischerweise auch Licht. Das sorgt dann dafür, dass hier auch nichts spawnt, was hier nicht spawnen soll. Und unser Block drauf. So, jetzt kann ich noch, wenn kann man noch, wenn man will, das oben zumachen. Und da haben wir unseren Pennywise, der hier aus der kaputten Gitter guckt und einen Ballon anbietet. Einfache Geschichte, aber ich finde ganz nett. Wie gesagt, echtes Skelett hatte ich versucht, aber das schießt dann auf einen. Wobei, man könnte, könnt ihr mal ausprobieren. Man kann das auch mit einem echten Skelett machen, wenn man das halt so hinpackt, dass es komplett hinter den Gittern ist und hier nicht hin kann, weil das ist nur ein Hoch und da kannst du nicht reinspringen. Das könnte tatsächlich doch noch funktionieren, um ein Skelett natürlich mit Rüstungsteilen auszurüsten, müsst ihr einen Spender, ja, einen Spender darauf richten, also einen, nicht Dropper, der andere. Und dann entsprechend das aktivieren mit den Teilen drin und dann könnt ihr dem Skelett auch diese Teile anziehen. Das Einzige, was in Bedrock da nicht funktioniert, in Java aber wohl, aber hier in Bedrock nicht, ist es einem Mob, wie zum Beispiel einem Skelett oder einem Zombie, einen Kopf anzuziehen. Das funktioniert leider nicht in Bedrock, nicht in Survival. In Kreativ gibt es dafür eine Möglichkeit, nicht in Survival. Jedenfalls nicht ohne Commands. Okay, Station 1 war es damit schon. Station 2. Das Labor des verrückten Wissenschaftlers. Da ist unser verrückter Wissenschaftler. Habe ich schon gebastelt. Der funktioniert genauso wie das Skelett eben. Ich habe ihm nur halt andere, ja, weiß gefärbte Lederklamotten gegeben. Quasi als Arztkittel. Einen Steve-Kopf. Okay, da müsstet ihr vielleicht einen Zombie-Kopf oder einen Wither-Schädel oder sowas nehmen, weil das geht in Überleben nicht. Und er hat einen Braustand in der Hand. So als, ich brauchte irgendwas, was aussieht, als hätte er ein wissenschaftliches Gerät irgendwie zum Experimentieren da. Und das ist unser verrückter Wissenschaftler. Ihr seht hier unten. Das ist jetzt leider nicht so schön, aber sieht besser aus, als wenn gar nichts da wäre. Da habe ich hier die Bank unseres verrückten Wissenschaftlers. Fängt hier an mit einem Kessel mit rot und schwarz gefärbtem Wasser, ergibt diesen schönen Ton. Also ein schöner Kessel Blut. Ja, schöner Kessel Blut. Und für den Rest hole ich mal eben die Teile und dann mache ich nach dem Schnitt weiter. Ein neuer Ingame-Tag, ein neuer Abschnitt. Hier haben wir, wie schon angefangen, das Labor des verrückten Wissenschaftlers. Ihn haben wir abgeklärt, den Kessel haben wir abgeklärt. Hier kommt der Tisch mit seinen Untersuchungsutensilien. Naja, eigentlich eher Objekten. Und dafür brauchen wir jetzt relativ, also mehr Teile jedenfalls als gerade bei Pennywise. Wir brauchen Schädel. Zwei Rüstungsständer. Entweder einen Schildkrötenhelm oder einen grün gefärbten Lederhelm. Zwei Falltüren. Einen pink gefärbten Helm. Also da nimmt ihr rotes, nehmt ihr Wasser in den Kessel, rote Farbe drauf, weiße Farbe drauf, pinkes Wasser. Eigentlich nur im Bedrock. Ich habe keine Ahnung, wie man Lederrüstung in der Java-Edition färbt. Man kann es tun, ich weiß nur nicht wie. Sorry. Stufen in derselben Holzart, wie ihr auch den Rest hier von diesem Teil gebaut habt. Bei mir halt Schwarzeiche. Ein Zombie-Kopf. Entweder zwei Zombie-Köpfe, wenn ihr im Überlebensmodus seid. Oder, wenn ihr, wie ich jetzt gerade, kreativ seid, noch effektiver, ein Zombie-Kopf und ein Steve-Kopf. Beides ist aber optional. Ihr könnt auch einfach gar keine Köpfe nehmen. Das Ding wirkt auch ohne Köpfe schon. Es ist klar, was es ist. Ein Kolben, ein Knopf oder ein Hebel, egal. Und ein Flecken Redstone. Und ich habe noch was vergessen. Wo ist es denn? Wo ist der Steinschneider? Stone Cutter, da ist er. Den brauchen wir auch noch. Um genau zu sein, können wir den Steinschneider sogar als erstes nehmen. Der kommt nämlich in die Mitte. So. Dann können wir hier unsere Köpfe hinsetzen. Nehmen wir hier den Zombie-Kopf.
Und hier den Steve. Wie gesagt, die Köpfe sind rein optional, müssen nicht sein, können aber. Das muss ich mal aus dem Weg nehmen hier, kann später wieder hin. Unten in die beiden, also ne, hier diese jeweils ist ein tief als Loch. Das sieht man in diesem Netherbrick wahnsinnig schwierig, aber da kommt jetzt eine Falltür jeweils unten rein. Auf die Falltür kommt ein, nein, Rüstungsständer. Oh ne, Moment, ich wollte den Rüstungsständer ja schief haben. Also den könnt ihr machen, wie ihr wollt. Vielleicht auch verschieden schief auf den beiden. Ja, okay, das spiegelt sich jetzt. Aber naja. Ein grüner Helm für dich. Ein pinker Helm für dich. Nein, das war jetzt nicht der Plan. Komm. Nein, du sollst vor die Stufe kommen. Geht doch. So, die muss nämlich jetzt umgekehrt. Was relativ anstrengend ist, weil das Spiel versucht halt... Oh Gott, die Stufe dann einfach... Nein! So haben wir nicht gewettet. Ach, macht nichts, dann kann ich das vielleicht ein bisschen besser. Ja. Was war das für ein Geräusch? Habe ich jetzt noch was kaputt gemacht? Nee. So, das bauen wir jetzt nochmal auf. Wenn es uns denn lässt, wirst du wohl. Okay. Kolben. Ja, Kolben soll jetzt natürlich zur Stufe zeigen. So und so, wunderbar. Und wir haben ein Gehirn neben dem Kopf und ein Zombie-Gehirn neben dem Kopf. Und jetzt können wir das noch ein bisschen ausschmücken. Mit Blut. Denn das zählt nicht als ein Block, auf dem etwas ist. Und deswegen kann ich da noch was drauf tun. Zum Beispiel ein bisschen Blut. Beziehungsweise Redstone. Aber Redstone ist ja sowieso super Blut. Und wenn ich das jetzt nehme, kann ich noch etwas dazu packen. Ich nehme einen Hebel. Ich nehme diesen Hebel und ich setze ihn hinter, Moment, hier hinter die Wand, wo das Gehirn ist. Und dann gibt es helles Blut. Dann hat der Mensch und der Zombie unterschiedliches Blut. Hat irgendwie nochmal einen schöneren Effekt. Ja, wenn das nicht beides gleich aussieht. Und passt so super hier auch auf die Kante. Wenn ihr es im 45-Grad-Winkel setzt, sieht das wirklich aus, als würde das Blut da aus dem Gehirn rausfließen. So, und dann kann unser Forscher hier Gehirne untersuchen, die er hiermit natürlich aus den Köpfen befreit hat. Und ich will mal gucken, kann man... Ja, super, man kann die auf Stufen stellen. Drehe ich den nochmal. Wunderbar. Ja, das ist unser verrückter Wissenschaftler mit seinem Minilabor. Als nächstes, wo die Steine hier sind, kommen Geister hin. Okay, fünf Geister und ich habe fünf gut aussehende Geisterbanner rausgesucht. Das erste ist nicht ganz das Original, deswegen habe ich jetzt gerade nicht auf meinem Bildschirm hier hinten, wer das eigentlich gemacht hat, werde ich danach sagen, wer die Ursprungsversion gemacht hat, denn ich habe das ein bisschen verändert, damit es machbar ist, denn es gibt das manchmal, dass Banner einfach zu viele Ebenen haben oder kann man die nur noch per Command machen und das ist dann ja nicht mehr Survival brauchbar. Also, alles weiße Banner, weil wir wollen schließlich ein Geschwänzt machen, da brauchen wir weiß, schwarze Farbe und das Kreuz, erste Phase. Dann habe ich keine graue Farbe eingepackt. Sekunde.
graue Farbe. Und um. Ja, wenn man nicht alles auf einmal hat. So, wo sind die Banner-Patterns? Da. Ich brauche definitiv nachher noch den Schädel. Jetzt brauche ich die Blume. Und ich werde auch noch den Creeper brauchen. So, nur aber. Einmal graue Farbe und die Blume. Flupp. Dann einmal wieder schwarz. Ups. Und der Creeper. Es folgt weiß. What the? No! Ach so, der hat das noch eingestellt. Ja, okay. Moment, welches ist Inverted Chevron? Nein, das ist Base Indent. Das ist Normal Chevron. Das ist Inverted Chevron. Okay. Fragt mich jetzt nicht, wie die Dinge auf Deutsch heißen. Und zuletzt. Sekunde, ich muss mal gerade nachschauen, was das ist. Ah, okay. Das schräge Kreuz, wo ist es denn? Da, das nochmal in weiß. Und wir haben unseren ersten Geist. So, draußen, oh, jetzt regnet es. Regnen ist nicht gut. Da fallen die Zombies ins Wasser. Aber vor allem kann Regen Gewitter geben und Gewitter kann Gebäude beschädigen und sowas. Kann auch Charged Creepers erzeugen, das ist wieder praktisch. Weil mit denen kann man ja dann Mobköpfe kriegen. Im Moment nervt es aber eher. So, jetzt gucke ich mal eben, von wem war denn hier der ursprüngliche Entwurf. Das ist ein Entwurf von Nelworld. Wie gesagt, minus zwei Ebenen, damit man es auch in Überlebensmodus machen kann. Jawohl. Ich finde aber das Banner-Design in Minecraft ist etwas, was viel zu wenig Fokus kriegt. Weil da kann man verdammt viele gute Sachen mitmachen mit Bannern. Okay, nächstes. Nächstes überrascht mich gerade mit der Tatsache, dass es eine schwarze Basis hat. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist selten bei Geistern, aber okay. Schwarze Basis, auch gut. So, schwarze Basis. Weiße Farbe. Und zwar diesmal der hier. So, dann... Schwarze Farbe, der Punkt in der Mitte, weiße Farbe und Creeper. Weiße Farbe, jetzt muss ich mal eben gucken, was Fez war. Müsste eigentlich das hier sein. Ja, genau, der Strich, der horizontale. Und ich habe die Reihenfolge falsch schon gemacht, deswegen sieht das jetzt sehr, sehr komisch aus. Schneiden wir hier was raus? Nein, wir schneiden hier nie was raus. Es sei denn, es ist wirklich... Es ist wirklich schief gegangen. also nochmal. Jetzt in der richtigen Reihenfolge. Weiße Folge und die wellige Grenze suche ich jetzt gerade. Ach, das ist ja... Nee, alles klar. Die ist ja auch wieder etwas, was über den Pattern gemacht wird. Nämlich... Border Indented ist eine...
ist ein Bannermuster, das ihr mit Ranken macht. So, schon besser. Jetzt aber die Linie hier, die weiße. Habe ich gerade. Ach, ich habe hellgrau. Ja. Irgendwas geht ja immer schief. Gucken wir mal, wie das aussieht. Vielleicht ist es noch nicht ganz schief gegangen. Nicht unbedingt der beste Tag. Genau, White Base Fest. Wunderbar. Jetzt einmal Creeper in Weiß. Das könnte noch funktionieren. Einmal nicht weiß, sondern schwarz. So, der Punkt in der Mitte. Und jetzt doch nochmal wieder weiß. Das Chevron. Das sieht zwar nicht aus wie das, was angekündigt war, absolut nicht, nicht mal annähernd. Irgendwo bin ich wieder durcheinander gekommen. Ha. Aber wisst ihr was? Es sieht trotzdem gruselig aus. So. Du wirst ein Geist. Oh mein Gott. das ist dermaßen schief gegangen, wenn ich mal sage, von wem es ist, weil ich habe das noch. Okay, Zen-Code. Oh Gott. Ja. Das, meine Lieben, ist ein klassischer Fail. Ah, okay. Ich versuche mal jetzt nicht ganz so hart zu failen beim nächsten. Guess what? Das hat nicht geklappt. Ich habe schon gefehlt, das war die falsche. Also der Gedanke war richtig, aber ich brauche nicht, dass die Hälfte abdeckt, sondern dieser kleinere. Die sind sich auch verdammt ähnlich. Also wirklich, wirklich ähnlich. So, weiß. Horizontale Linie. Hä? Nein. Sorry, vertikale Linie. So, schon besser. Das war auch eben der Fehler. Gut, dass ich das jetzt weiß. Jetzt trotzdem nicht wiederholen. So, jetzt die horizontale Linie, aber in schwarz. Ja, nimmt schon Form an. Nimmt schon Form an. Kommen wir wieder zu weiß. Wir machen einmal den Rand komplett drumherum. Da sieht man schon, was es wird. Aber eine Schicht kommt noch, nämlich wieder in schwarz, die Ribbel hier unten. Und wir haben Gespenst Nummer 3. Gott, dieses Ding. Das zweite war, oh Gott, heute ist Fail Day. Das Schöne ist, wenn ein Geist schief geht, dann sieht er halt immer noch gruselig aus. Wahrscheinlich sogar gruseliger, als wenn er nicht schief geht. Insofern okay. Ah, weiße Basis. Schwarzer Creeper. Dann schwarzer vertikaler Strich. Schwarze Raute. Raute ist immer gut. Und jetzt kommen wir zu weißen Teil. Dann das Lianenkriegelding, Frankenkriegelding. Und schließlich und endlich das schräge Kreuz. Wo ist es da oben? Auch noch mal in weiß. Und das ist doch mal ein richtig, das sieht doch mal richtig gut aus. Das ist ein richtiges Gespenst. Wobei, das hier sah auch richtig gut aus. Okay.
War übrigens jetzt also die letzten drei sind alles Designs von Work Goblin bei Planet Minecraft, alle drei. Der hat ein Händchen für Geister. Okay, und zuletzt nochmal einer, der so einfach ist, dass noch nicht mal ich ihn falsch machen kann. Obwohl, ich schaffe das, wenn ich es versuche. Keine Angst. Keine Angst. Ah, schwarze Raute. Weißes Kreuz. Diesmal aber das große in weiß, was die ganze untere Hälfte abdeckt. Und jetzt nochmal auf schwarz wechseln und auf schwarz bekommen wir noch einen Creeper. Und das ist Geist Nummer 5. Dritte, hab doch gesagt, der ist so einfach, nicht mal ich kann das falsch machen. Perfekt. So, Zeug kommt wieder raus, damit ich das verlieren kann. Nicht verlieren, schließen. Zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Und dann kriegen wir unsere Geister jetzt Gesichter. Hoppala. Oh Gott. Ja. Und das ist, okay, das ist definitiv der Beste. Der Erste. Ja, komm, es ist so schief, dass es schon wieder creepy ist. Die drei sind. Ja, so sieht eine Geistergalerie aus. Sehr gut. Sehr gut. Auf zum letzten Teil des Tages. Und das ist der Teil, der nur im Kreativmodus möglich ist. Seht schon, der Kanal wird hier etwas höher. Ja, also deutlich höher. Der muss nämlich Platz für unsere nächste Attraktion haben. Und die ist drei Blöcke hoch. Plus die Blöcke, auf denen sie laufen kann, die Attraktion, ja. Und jetzt wird die komplette unterste Ebene hier durch Barriereblöcke, nee, Blockadeblöcke, Barriereblöcke zugemacht. Die haben den Vorteil, wenn ich hier halt mit der Lore durchfahre, kann ich problemlos durch die Blöcke fahren. Die Lore geht weiter, mein Kopf geht hier durch, alles gut, funktioniert super und unsere Attraktion kann auf den Blöcken laufen und wird mir dadurch nichts tun, weil ich bin einen Pixel unter ihr. Und dadurch kollidiere ich nicht mit ihr und dadurch macht sie mir keinen Schaden, denn Wither-Skelette. Wir brauchen Wither-Skelette hierfür. Oder auch normale Skelette gehen auch, aber Wither-Skelette sind größer und ich mag jetzt einfach Wither-Skelette haben. Und ansonsten brauchen wir noch einen Command-Block. Am Ende ein Repeating, kann man aber zwischendurch auch normal benutzen, um an den Wither-Skeletten noch ein bisschen was zu ändern. So blank nutzen die uns noch nichts. Aber erstmal die komplette untere Ebene hier mit Barriereblöcken zu, damit die gleichen Boden haben, auf dem sie laufen können. So, die Barriereblöcke sind komplett gesetzt. Ihr seht alles zu. Wir haben eine schöne Wanne aus Blöcken und Barriereblöcken. Hier hinter übrigens, das habe ich vorhin bei dem Labor auch gemacht, mit einem 1x2-Raum eine Tür zu machen. Das ist einfach nur schwarzer Beton. Ja, der geht hier halt weiter und das simuliert, dass es hier dunkel wird und weitergeht, während die Lore halt hier drüben abhaut und die Bahn dann auch verlässt. Ah, das war jetzt nicht geplant. Moment, der war, glaube ich, war der schräg? Jetzt sind die Barriereblöcke echt im Weg. Ne, okay, da unten sind die schrägen. So, jetzt noch mal eben gucken. Das Schöne an Barriereblöcken ist, die sieht man halt nur, wenn man sie in der Hand hält. Wenn nicht, sieht man absolut gar nichts. Aber Mobs wie hier das Wither-Skelett laufen halt trotzdem noch davon und man kann sie drauf spawnen. Ah, 4, 5,
Ja, komm, mach mal 6 Stück. So. 6 Wither-Skelette im. Ich wollte jetzt gerade sagen, im Überlebensmodus müsstet ihr ihn natürlich aus dem Nether holen, aber im Überlebensmodus könnt ihr dieses Ding, was ich jetzt gerade mache, gar nicht bauen. Insofern ist das auch wurscht. Okay, und wir brauchen unseren Command-Block, um die jetzt ein bisschen auszustatten. Okay, es ist 19 Uhr und ich kriege das Command nicht vernünftig hin. Können wir uns darauf einigen, dass fliegende Wither-Skelette auch sehr gruselig sind? Gott, die Episode heute ist in den Eimer gegangen. Kommt, ist auch gruselig, ja, okay. sollte ich das Komma nochmal rausfinden, melde ich mich dann nochmal. Ohne Fail. Aber ich habe hier offenbar mehr geplant, als ich geschafft habe. Aber hey, es fliegen hier Skelette durch die Gegend. Das ist ja definitiv auch schon mal was. Jetzt machen wir die Bude zu. So, nochmal eben eine kurze Nachkorrektur. Ich habe jetzt den Geistern jeweils nochmal eine Seegurke drunter gepackt, damit es ein bisschen so aussieht, als würden die heller leuchten als der Raum. Das ist nochmal ein netter kleiner Effekt. Und bei den Wither-Skeletten, was da jetzt nicht geklappt hat, sollte ich aber vielleicht wenigstens sagen, was ich eigentlich vorgehabt habe. Und ich weiß, dass das, was ich vorhatte, in der Java-Edition deutlich einfacher geht. Denn in der Java-Edition könnt ihr Wither-Skeletten halt auch Rüstung und vor allem auch einen Kopf, in dem Fall einen Schädel von einem normalen Skelett, mit Spendern dran pappen. Ja, ihr müsst die nur treffen mit dem Spender. Also die müssen direkt vor dem Spender stehen, dann löst ihr den aus und dann haben die diese Sachen. Und wenn die das gehabt hätten, wenn das jetzt funktioniert hätte, hätte ich die halt per Command-Block, wie wir es schon gesehen haben, bei einigen anderen Sachen unsichtbar gemacht. Das war in der zweiten Folge bei den Rüstungsständern. Ja, auf genau dieselbe Weise unsichtbar gemacht mit einem Command-Block. Und dann wären die hier als Geister durch die Gegend geflogen. Das war der Plan. Wenn ihr wisst, was ich vorhatte und euch etwas besser mit Commands auskennt als ich zum Beispiel, glaube ich, ist das ein Plan, den ihr immer noch in die Tat umsetzen könnt. Ich habe das schon mal umgesetzt gesehen. Es sieht verdammt gut aus. Nur bei mir halt nicht. Trotzdem, das ist nicht klein, was hier zusammengekommen ist. Ja, ich habe nicht die geringste Außengestaltung gemacht, aber ihr seht, wie groß die Geisterbahn geworden ist. Und jetzt werden wir trotz allem nochmal durch die komplette Geisterbahn durchfahren. Und ich fange einfach mal hier an. Ich habe die U-Bahn ein bisschen ausgebaut. Das ist übrigens dann jetzt auch im Überlebensmodus. Und quasi eine U-Bahn-Haltestelle hier vor die Geisterbahn gepackt. Hab hier noch nicht ganz weggemacht, den kleinen Hügel. Und dann geht's auf in die Geisterbahn.
Oh. Weg hier. Okay, ihr habt es vielleicht gesehen, der Plan mit den Wither-Skeletten ist nicht ganz aufgegangen. Sie haben mich noch verletzt, aber ein bisschen und ich habe keinen Wither-Effekt davon bekommen. Es kann auch sein, dass es tatsächlich die Barriereblöcke waren, dass ich da so lange durchgefahren bin. In dem Maße finde ich das aber okay. Ich meine, das ist eine Geisterbahn. Man darf sich auch mal dadurch erschrecken, dass sie einen verletzt, oder? Bitte nicht in der Realität, aber in Minecraft ist das vollkommen in Ordnung.